Kennst du auch das Gefühl, wenn deine Augen so richtig brennen und müde sind? Dann möchte ich dir in diesem Video mal 5 konkrete Tipps geben, wie du es schaffen kannst, deine Augen zu entspannen und vielleicht auch in Zukunft besser vorzubereiten, dass sie eben nicht mehr so überanstrengt sind. Wenn dich das Ganze interessiert, gib mir doch gerne schon mal einen Daumen nach oben und abonniere auch gerne den Kanal, denn hier beschäftigen wir uns hauptsächlich damit, wie du deine Augengesundheit schützen kannst und deine Sehleistung verbessern kannst. Denn tatsächlich denken die meisten, dass es völlig normal sei, dass sich die Augen mit der Zeit abnutzen, dass es auch völlig dazugehört, dass sie mal angestrengt sind. Doch dem ist tatsächlich nicht so. Die Augen müssen sich nicht verschlechtern, wenn wir eben konkret auf unsere Augen ein bisschen besser Acht geben. Und heute möchte ich dir, wie gesagt, mal 5 meiner besten Tipps zeigen, die du machen kannst im Alltag, von unterwegs, auf Arbeit, überall quasi, wo du diese einfachen Entspannungstechniken anwenden kannst. Ich habe das ganze Video auch in mehrere Kapitel unterteilt, wo du dann entsprechend die einzelnen Übungen auch sehen kannst und natürlich kannst du da auch deine Lieblingsübungen heraussuchen. Für diejenigen, die sich bisher noch nicht genau mit dem Augentraining auskennen, möchte ich auch noch mal ganz kurz 2, 3 Sätze dazu sagen. Das Augentraining ist nämlich keine neumoderne Erscheinung, sondern das Augentraining gibt es tatsächlich schon sehr, sehr lange, schon seit über 100 Jahren. Der Urgroßvater, wie ich ihn gerne nenne, ist der Dr. William Bates. Das war ein renommierter Augenarzt und Optiker und der hat sich mit dem Thema Augen- und Sehleistung beschäftigt und herausgefunden, dass unsere Augen auch bei gesunden Menschen nicht konstant ist. Also die Sehleistung variiert je nach Einfluss, nach Müdigkeit, nach Vitaminen oder auch Zucker, was man gegessen hat, reduziert oder verstärkt sich die Sehleistung immer mal wieder. Und das kann man quasi nie sagen, du hast jetzt hundertprozentige Sehkraft, weil du kannst beispielsweise in 1, 2 Stunden schon wieder eine ganz andere Sehleistung haben, die eben besser oder schlechter ist. Und aus dieser Theorie hat er eben, wie gesagt, das Augentraining auch aufgebaut, weil er einfach festgestellt hat, dass die Brille uns leider in den meisten Fällen eher hindert, unsere Sehleistung zu verbessern, als zu unterstützen. Denn dadurch, dass die Brille sehr konstant ist, kann sie eben nie hundertprozentig gut funktionieren. Mal haben wir gute Augen, mal haben wir etwas schlechtere Augen und meistens sind dadurch die Brillengläser zu scharf eingestellt, damit sie eben dauerhaft gut funktionieren, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht dauerhaft so scharf bräuchten. Deswegen ist das Augentraining auch so eine gute Alternative, wenn man eben seine natürliche Sehkraft verbessern möchte und vielleicht auch von seiner Brille endlich loskommen möchte. Eine der besten Übungen, die es tatsächlich beim Augentraining gibt, ist das sogenannte Palmieren. Der eine oder andere hat das wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist einfach eine Entspannungstechnik, auch von dem Dr. William Bates, der das Ganze im Leben gerufen hatte, denn er hat herausgefunden, wenn unsere Augen entspannt sind, haben wir eine viel bessere und stärkere Sehleistung. Und das kann natürlich gerade in der heutigen Zeit noch schneller eintreten, dass unsere Augen überanstrengt sind durch Bildschirmzeit, durch zu viel Naharbeit, ja, im nahen Distanzen. Und dadurch strengen sich unsere Augen zu sehr auf einen speziellen Punkt an und eben entsprechend nimmt die Sehleistung dadurch immer weiter ab. Er hat also festgestellt, dass unsere Augen sich entspannen müssen und hat dazu eine Übung vorgestellt, die ich dir jetzt mal im Detail vorstellen möchte. Dazu brauchst du im Prinzip eigentlich nichts weiter außer deine beiden Händen und ca. 1 bis 2 Minuten Zeit. Versuch dir das Ganze mal vorzumachen. Du reibst deine Hände aneinander, sodass da Hitze entsteht. Hitze hilft dir dabei, die Augenmuskulatur wieder zu lockern, zu lösen. Schließen unsere Augen und legen sie auf unsere geschlossenen Augen. Dabei können wir nochmal auf unsere Atmung achten und gleichzeitig müssen wir uns auch nochmal mental die Farbe schwarz vorstellen. Weil was passiert, wenn du deine Augen einfach nur so zumachst? Du wirst merken, vielleicht hast du noch irgendwo eine Lichtquelle, vielleicht ist irgendwo das Licht an oder einfach sehr hell oder vielleicht siehst du auch noch Blitze von vorher, was du vorhin gesehen hast, so quasi diese Umrisse und dadurch merkst du jetzt einfach, dass deine Augen noch nicht hundertprozentig entspannt sind. Nimmst also deine Hände, schließt deine Augen und durch das Atmen entspannt sich dein Körper und auch deine Augen. Und wenn du dir dann nochmal die Farbe schwarz vorstellst zusätzlich, dann wirst du merken, dass dieses Schwarz, was du siehst, immer intensiver wird und irgendwann sind auch alle grellen Blitze weg und dann weißt du, dass deine Augen hundertprozentig entspannt sind. Ja? Das ist eine sehr, sehr wertvolle Übung, die du sehr, sehr gut und überall anwenden kannst, von unterwegs, von überall. Und ich würde dir da empfehlen, mach das am besten wirklich so lange, bis wirklich keine grellen Blitze mehr zu sehen sind. Wenn das 2 Minuten dauert oder 3 Minuten, dann kannst du das machen. Der Bates hat es tatsächlich mal auf die Spitze getrieben, der hat das auch über mehrere Stunden gemacht und hat gemerkt, dass sich dadurch sogar die Sehleistung verbessert hat. Ja? Du siehst also, die Entspannung ist eine sehr, sehr wertvolle Methode. Ich nutze das tatsächlich auch sehr häufig, auch zum Augentraining, aber auch im Alltag, denn auch beim Augentraining geben wir gewisse Reize und dadurch strengt sich unser Auge ja an und durch das Palmieren versuchen wir, unsere Augen wieder zu entspannen. Ein sehr, sehr wertvoller Tipp, wie ich finde. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du von diesem Tipp hältst. Die nächste Entspannungstechnik, die hilft vor allem, Spannungen zu lösen in unserem Auge. Gerade wenn wir in eine Richtung gucken,
gerade am äußeren Rand, und du merkst plötzlich so ein Ziehen im Auge, ja, dann merkst du, dass deine Augen unausgeglichen sind und wahrscheinlich etwas verspannt sind, und dann kann es dir dabei helfen, deine Augen einfach mal zu lockern. Wie machen wir das? Indem wir einfach unsere Augen kreisen. Wir fangen aber eher in einem kleinen Radius an und werden dann immer größer. Dazu kannst du entweder deinen Daumen nehmen oder kannst auch einen Stift nehmen oder, wie beim Augentraining häufig verwendet, ist ein sogenannter Fokussierstab. Dort haben wir verschiedene Buchstaben drauf, wo wir uns dann auf einen Punkt fokussieren können. Ich mache dir das jetzt gerne mal vor. Der Abstand ist auch relativ egal. Wir müssen den nicht unbedingt scharf sehen. Also wenn du es zum Beispiel hier unscharf siehst oder hier, ist es völlig egal. Such dir einfach einen bequemen Abstand aus. Wir beginnen dann, kleine Kreise zu drehen. Ich schaue jetzt relativ mittig hier auf meinen Fokussierstab und dann gehen wir immer größer werdende Kreise, bis wir quasi irgendwann komplett am Rand sind. Und du wirst merken, wenn du dann einmal am Rand angekommen bist, dass du hier und da leichte Verspannungen im Auge wahrscheinlich spürst. Und wenn wir dann wieder kleinere Kreise ziehen, und wenn wir dann wieder in der Ausgangsposition angekommen sind, wirst du wahrscheinlich merken, dass wir wieder etwas kräftigere Augen haben. Das Ganze kannst du auch nochmal in die gegenseitige Richtung machen, also sprich einmal linksrum, einmal rechtsrum im Uhrzeigersinn und einmal dagegen. Und dann hast du deine groben Verspannungen schon mal aus dem Auge und du wirst merken, dass sich das ein bisschen, ja, aktiver anfühlt, denn dadurch hast du deine Augenmuskulatur einfach aktiviert und du kannst wieder ein bisschen besser sehen und bist auch wahrscheinlich wieder ein bisschen entspannter. Ja? Hilft tatsächlich auch ein bisschen, die Augenflüssigkeit anzuregen, also deine Augenbefeuchtung ist dann auch wieder ein bisschen besser. Der nächste Entspannungstipp ist vor allem für die Leute hilfreich, die häufig vorm PC sitzen. Also sprich, wenn der Abstand, den du täglich einhältst, sich nicht hoch variiert, dann ist das wahrscheinlich für dich extrem wertvoll. Denn du musst dir vorstellen, das ständige Starren oder Arbeiten in einem gewissen Bereich, im Nahbereich, führt dazu, dass du eben in den Bereich relativ gut gucken kannst, aber alles, was darüber hinausgeht, siehst du plötzlich deutlich unscharf, ja? Also sprich, du guckst plötzlich in die Ferne, deine Augen fühlen sich plötzlich überfordert an und du siehst halt im Horizont quasi nicht mehr alles gestochen scharf, wie du es vielleicht von früher noch kennst. Wie gesagt, liegt einfach daran, dass wir zu sehr im Nahbereich arbeiten und dazu sind zwei Muskelregionen quasi zuständig, und zwar der sogenannte Ciliarmuskel und die Zonulafasern. Dadurch, dass du die ganze Zeit im Nahbereich arbeitest, ist eben diese Muskelgruppe komplett angespannt, und durch eine Wechselwirkung, die wir uns jetzt zunutze machen, versuchen wir, diese Anspannung zu lösen, denn wir schauen jetzt einfach mal in die Ferne. Ja, das ist eine Entspannungstechnik, wirklich einfach mal in die Ferne zu gucken, denn dadurch löst du diese Anspannung in deinem Auge, denn dadurch, dass du die ganze Zeit im Nahbereich arbeitest, ist dein Auge extrem angespannt. Ja, jetzt schaust du in die Ferne, klar müssen jetzt die anderen Augenmuskeln arbeiten, aber dafür entspannst du eben den anderen Teil von deinen Augen. Und das kannst du auch ab und zu mal am Tag verteilt machen, einfach mal regelmäßig in die Ferne gucken, einfach mal aufs Fenster schauen oder aufschauen von deinem Bildschirm, einfach mal in die Ferne, und das reicht dann auch schon für wenige Sekunden aus, um einfach deinen Augen etwas mehr Ausgleich zu geben und sie zu entspannen. Die nächste Entspannungstechnik, die ich dir zeigen möchte, dazu brauchen wir auch wieder unseren Fokussierstab. Theoretisch kannst du auch da wiederum deinen Daumen nehmen oder einen Kugelschreiber. Diese Technik nennt sich auch Saccadenübung. Vielleicht hat der eine oder andere schon von euch schon mal gehört. Sogenannte Blickwechselrichtungen. Also sprich, du guckst in eine Richtung und zwar plötzlich. Ja? Du schaust also quasi mit einem Mal nach links oder nach rechts. Und dieser Wechsel, den können wir auch trainieren, und dadurch entspannen wir auch unsere Augenmuskulatur, weil dieser plötzliche Wechsel, ja, wir setzen einen kurzen Reiz und dann wieder eine Entspannung, das hilft dir dabei, deine Sehkraft einfach zu schützen und auch deine Augen zu entspannen. Wir halten also den Fokussierstab relativ am äußeren Rand unseres Sichtfeldes und dann schauen wir unser Kopf bleibt gerade mit einem Blick mal rüber und gucken wieder gerade. Und das können wir ein paar Mal wiederholen, ja. Und dadurch, dass wir diesen Wechsel immer so häufig machen, wirst du merken, das kannst du gleich mal gerne mit mir mitmachen, dass sich deine Fokussierfähigkeit wieder verbessert. Und das können wir auch in die andere Richtung nochmal machen. Du schaust gerade, spannst deine Augen kurz an, wieder locker lassen. Spannst deine Augen kurz wieder an und wieder locker lassen. Spannst deine Augen nochmal an und wieder locker lassen. Und du wirst merken, da baut sich ein gewisser Druck auf, der baut sich aber mit der Zeit immer weiter ab. Und dadurch hilft es auch, deine Augen zusätzlich zu entspannen, um einfach mal kurz einen Reiz zu setzen, um dann wieder zu entspannen. Der letzte Tipp, den ich dir zeigen möchte, ist ein sogenannter Bonustipp, ja, für alle, die jetzt bis hierhin geguckt haben, denn du kannst deine Augen natürlich auch ganz einfach entspannen, indem du sie einfach schließt und um dein Auge herum leichten Druck ausübst. Gerade wenn du so angespannte Augen und vielleicht auch müde oder trockene Augen hast, hilft das tatsächlich hier, den Tränenfluss ein bisschen zu aktivieren. Da musst du also ein bisschen Gefühl für finden. Nicht so hart drücken, aber auch nicht so leicht, sondern so leicht massieren, leicht reindrücken. Und das kann dir auch helfen. Du kannst natürlich auch hier wieder die Augen kurz danach entspannen und danach weitermachen. Und wenn du das ein, zwei Mal gemacht hast, wirst du merken,
dass deine Augen es dir danken werden, denn dadurch, ja, merkst du einfach, dass deine Augen wieder ein bisschen mobiler sind, ein bisschen fitter sind. Und wenn du das ein paar Mal machst, ja, wirst du auch merken, dass sich deine Augen da auch wieder super entspannen können. Ja? Und diese Tipps, die ich dir jetzt gezeigt habe, die kannst du natürlich super in den Alltag integrieren, ob das nur beim Aufstehen ist oder wenn du in der Bahn sitzt oder wenn du einfach unterwegs bist, einfach mal eine kurze Pause machen möchtest oder einfach merkst auch, dass deine Augen sich überanstrengt haben, ja, dann kannst du eine dieser Techniken anwenden oder auch alle, ja, das spricht auch nichts dagegen. Und dann wirst du sicherlich schnell merken, dass du deutlich weniger angeschränkte Augen hast und wahrscheinlich wirst du auch merken, dass sich deine Sehkraft ein bisschen stabilisiert, verbessert hat, ja. Und wenn du den Wunsch hast, deine Brille endgültig loszuwerden und deine natürliche Sehkraft zu verbessern, dann hast du jetzt die Möglichkeit, mit mir gemeinsam oder auch mit anderen Teilnehmern deine Sehkraft zu verbessern. In einem 60-minütigen Webinar zeige ich dir meine besten Tipps und Tricks. Geh auf dein spezifisches Augenproblem ein. Ich werde dir dort mein ganzes Wissen kostenlos zur Verfügung stellen. Dort bekommst du alle Inhalte komprimiert auf den Punkt zusammengefasst und wirst definitiv nach dem Workshop schlauer rausgehen und wissen, wie du deine Sehkraft optimal trainieren und verbessern kannst. Also wenn dich das interessiert, schau mal gerne unterhalb des Videos. Der erste Link, dort habe ich dir meinen Augentraining-Workshop verlinkt. Ansonsten würde ich mich wirklich sehr freuen über einen Daumen nach oben, Abo nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao, dein Patrick.